So, und da sind wir dann auch schon wieder. Diesmal zocke ich. Richtig. Und ich glaube, hier haben wir ja schon alles so weit abgesucht, oder? Ja, das hatten wir durch. Den Brief haben wir auch gelesen. Oh, wieder was hier zum Süppeln aus. Sekt oder Shampoos. Von 1856, wenn ich das richtig sehe. Ja, aber das spielen wir ja auch ungefähr, ne? Oh, ja. Ach so. Machen wir mal wieder zu. Muss ja keiner wissen, dass wir schwere Alkoholiker sind. Oh, Schüchchen. War Abriss. Machen wir auch mal wieder zu. Ja, auch nochmal besser. Spielen wir eine Runde Klavier? Können wir das? Weiß ich nicht. Aber da liegt was drauf. Ah. Alter. Okay. Zum Glück war mein Finger nicht mehr dazwischen. Mein Fuß ist schon krüppel, jetzt noch ein Finger. Oh, Noten. Kann ich lesen. Kann ich auch lesen. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Boss. So, ja. Konnten wir viel lesen von. Was haben wir hier so Schönes? Ja, schon wieder Wein, Alter. Er ist voller Alkoholiker, oder? Er gibt sich ganz schön auf jeden Fall. Anscheinend, also. Mehr saufen geht nicht. Was war das? Was? Was war das? Ich habe Hallo? keine Ahnung. Bin ich alleine oder? Alter Schwede. Fick mich Irgend doch. als wenn irgendwas umgekippt ist, ne? Alter Schwede. Hier sind mehrere Türen offen. Ich habe Angst. Wollen wir nicht Mach Licht tauschen? an. Ich gucke doch gerade schon. Ah, ist ein Schrank. Da ist das Licht. Super, Ast rein. Das Lämpchen können wir auch mal hier machen. Bestimmt die Leiter, die da umgekippt ist. Das könnte sein, wa? Ja. Gut Radau gemacht. Und ich habe schon wieder einen braunen Streifen in der Buchse. Meine Frau freut sich. Wer ist denn der Schönling? Oh, das ist ja was süß. Guck Ja. mal, das ist Chewbacca in klein. Was hat er denn da? Was steht denn da? Kann man nicht lesen. Das sieht auch so. Das sieht aus wie Noten. Der ist eine Schrift. Was sagen? Das sieht aus wie Noten. Was haben wir denn hier? Ein Schlüssel auf jeden Fall oben. Eine Brille. Ja, Zigarren, denke ich mal. Den Schlüssel legen wir gleich auf. Und ein Brief. My dear friend, so, mein lieber Freund, lass mich dir eine Frage stellen. Hast du völlig deinen gottverdammten Verstand verloren? Ich weiß, dass du im Moment eine schwere Zeit durchmachst. Ich verstehe das wirklich, weshalb ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich diese Illustration malen zu lassen, auf der guten alten Zeiten wegen. Ich habe dir sogar ganz bewusst eine ganz triviale Aufgabe gegeben, weil ich dachte, Rotkäppchen wäre etwas, das du im Schlaf zeichnen könntest. Womit ich nicht gerechnet hatte, war diese verrückte Zündstoff für Albträume, den du für eine gute Nachtgeschichte für die Kinder eingereicht hast. Er friert die Hölle zu, als dass ich das benutze. Und ich bereue es sehr, dass ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich im Voraus zu bezahlen. Bitte komm mal wieder klar. Dein alter Kumpel, Lime Brickstone. Verlagshaus Geflüstergeschichten. Geflüsterte Geschichten. Hört sich eher nach einem Porno an, also. Sind das die Bilder oder was davon? Das ist doch ein schönes Märchen. Ja, gut getroffen, also schönes Ja, Zeichen. finde ich auch. Was ist denn daran so schlimm? Ja. Nice. Okay, das ist dann nicht mehr ganz so nice für die Das ist, Kinder. ja. Oh, im Bett. Ich hatte Oh. gerade die Oma gefressen, Ja, oder siehst was? ja. Und den Rest hat auch unter das Bett gekehrt. Das Bett ist auch schon durchgeknackt.
Alter. Boah. Also Rotkettchen haben wir da gut Volley genommen anscheinend. Also das sind doch... Das sind doch Tattoo-Vorlagen. Das sind doch Top-Bilder für so ein Kinderbuch. Was haben wir hier noch? Es tut mir leid, ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht es nur um dich und mich. Lass es uns zu etwas Besonderem machen. Du hast es versprochen. Boah, das hört sich sehr schwul an. Ein bisschen, ne? Nichts gegen Schwule. Nur ein bisschen. Nein, Spaß. Können wir mal rausgucken? Nee, kann man nicht. Das finde ich ein bisschen ätzend. Schade, aber finde ich jetzt nicht ganz so tragisch. Warum wird da unten ein Schlüssel angezeigt? Weil du jetzt einen Schlüssel hast? Weil wir doch einen aufgehoben haben. Okay. Also hast du da so dein Inventar hier unten in der Leiste? Das könnte sein. Weil habe ich mich gerade schon gefragt, hat man nicht so eine Tasche, die man auspacken kann, wenn man was findet und so? Nee, weil wir jetzt X und so können wir ja alles gar nicht benutzen, ne? Ne. So, dann machen wir das Licht wieder aus, da habe ich keinen Bock drauf. So, und genug umgeschaut haben wir uns jetzt hier auch. Wieder eine kaputte Weinflasche natürlich. Er ist volle Alkoholiker. Kannst mir erzählen, was er will. Ja, Stößchen. Stößchen. Ich mach hier mal über die Tür zu. Ist natürlich alkoholfrei. Wir machen auch keine Werbung, Krombacher. Ist noch nicht mal Krombacher, aber egal. So, die mache ich auch mal zu. Was haben wir hier hinten? Sieht hier auch schon sehr einladend aus. Ist das Blut oder wieder Wein? Es sieht für mich eher mehr wie Blut aus, ne? Ja, es sieht nicht nur nach Wein. Oder Farbe. Ja, Farbe kann auch sein, ja klar, ist ja ein Künstler. Der alle Türen abgeschlossen hat. Ein bisschen. Können wir die anmachen? Nee. Leider nicht. Den Zettel hatten wir. So, da gehen wir runter. Hier konnten wir noch lang. Was war das? Hängt jemand ein Bild auf oder so? Hörte sich so an. So, jetzt haben wir hier eine Tür, aber ich gehe, glaube ich, erstmal in die, die offen ist. Die sieht so einladend aus. Was ist denn für ein Kinderzimmer, Alter? Vor allem was für ein Licht. Vor allem schon wegen dem Schatten hier, wegen dem Baum. Hier haben wir hier kein Licht. Hat noch nicht mal Licht, der kleine Mann. Doch, oder was? Hier, das lilane. Das reicht. Ist ja auch gar nicht gruselig, das Licht. Für Kinder oder so. Und daher hat er seine Gruselgeschichten anscheinend. So, da haben wir noch die Schränke, die können wir aufmachen. Aber nichts Besonderes. Nein, ich will die untere. So. Ein paar Bauklötzchen. Oh, wieso? Wieder die Gesichter da durchgestrichen. Aber diesmal von der Frau, ne? Ja, scheint so, ne? Von der Mama oder so. Tochter sieht nicht sehr glücklich aus oder was auch immer das darstellen soll. Sieht aus wie eine Tochter, ne? Mhm. Aber fehlt der Mund. Ja. Durfte wohl nie reden. Nur malen. Durfte nur zeichnen. Durfte die Misshandlungen nur mitsehen. So. Bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Der Unterarm schon, bitte. Oh. Das ist Reizwäsche oder was? Reizwäsche. Nein, das sind irgendwelche Bauwagen so. Ja, diese Magnetlokomotiven oder was, ne? Genau. Und da natürlich... Eine Tasche und eine... Das ist keine Fliege, das ist doch hinten, was ans Kleid kommt, ne? Ja. Was haben wir da drin? Okay, nichts Besonderes. Was haben wir hier drin? Aufziehschlüssel. Oh, wie süß. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn jetzt irgendwas passiert. Oh, eine Rassel. Oh. Passiert da nichts, wenn man die so vielleicht ein bisschen länger spielt? Ja, habe ich jetzt mit gerechnet, dass irgendwas passiert. Ich kann die sogar spielen lassen, während ich mich drehe. Hat gute Arme, der Typ. Man nennt ihn auch The Gummy Man. Von Fantastic Four. Und
die hat jetzt gut zugeknallt. Oh, guck mal, ein Bärchen. Oh. Meine Tochter wird den sofort mitnehmen. Abgeschlossen. Wo haben wir den Schlüssel gefunden? Das müssen wir jetzt, denke ich, mal rausfinden, für welche Tür. Hatten wir hier oben eine abgeschlossene Tür, ne, wa? Doch, die da hinten, ne, geradeaus. Die? Na klar, da war doch... Aber ja, da kann man doch gerade nicht rein, oder? Ja. Stimmt. So, dann werde ich mal mit meiner Krücke runtergehen. Alter. Atmosphäre ist aber gut. Ja, finde ich auch. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Schlüssel für unten oder für hier oben. Können wir auch einfach wieder gehen? Ich würde dieses Haus verlassen. Ich will gehen. Sofort. Gucken, ob wir den Schlüssel hier benutzen können. Stimmt, da war eine Tür abgeschlossen. Okay, hier war ja nur so. Dann unten, ne? War da nicht die Tür, die da abgeschlossen war? Ja, unten war doch die Tür, ja, oder? Da, stimmt, die mit dem Zettel dran, ne? Und im Keller unten, ne? Ah. Ah, okay, alles klar. Was ist denn jetzt los, Alter? Und die Tür geht zu, alleine. Boah, da oben steht was. Mach's dieses Mal richtig. Ich hoffe es. Was haben wir denn hier? Boah, er. Alter. Scream, Alter. Oder was? Erinnert mir, weißt du, guck nochmal, geh nochmal an das Bild. Sieht aus, als wenn er den von Halloween umbringt. Ne? Das Kind sieht eher aus wie von Halloween, Alter. Diesen Film, kennst du noch Halloween? Ja, ja. Ah, 20 und wie sie alle hießen. Das ist ein schönes Foto. Das ist ein schönes Bild. Ein Goblin oder so, ne? Was haben wir hier? Gut eingesaut. Mal und Utensilien. Ja, wir sehen uns hier. Hier sehen uns mal wieder nicht. Ich denke, wir sind ein Geist oder so. Hier ist schon wieder der Pinkelmeister. Wilfried. Können wir die aufmachen? Was haben wir denn schönes hier? Anscheinend nichts, dass wir uns jetzt. Aber wie viele Brillen hat er? Schon wieder irgendwelche Auszeichnungen? Hatten wir die nicht schon? So. Hier haben wir noch irgendwelche Papers. Hier haben wir schon dran. Ne? So. Ja, außer an seiner Frau, da war er wohl schon lange nicht mehr dran. Was haben wir hier? Natürlich. Weinflaschen. Alter Schwede. Hier. Noch mehr. Ich mach die mal zu. Falls wir mal Besuch bekommen. Abgeschlossen. 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 Und die bestimmt auch. Abgeschlossen. So, dann haben wir noch die Truhe. Das ist ein Stück Pinsel, ne? Hat er aber gut missbraucht. Boah, bist du. So, haben wir nur Pinsel, mehr nicht? Können wir uns jetzt hier hinsetzen und beten, oder? Das sieht aus wie so eine Folterecke, Alter. Was waren das für Geräusche? Das Holz knackt schon. So, was haben wir denn hier? Oh, gute Nachricht. Verloren, du verdienst es. Beende es. Das ist aber viel. Können wir uns das Bild angucken? Ja. Das erste Porträt, glaube ich, ne? Es hat einen Grund, warum es verhüllt ist. Du hast eine Trophäe erhalten. Schön, boah, dass es. Die Mucke, die hatten wir aber jetzt wirklich. Ich habe jetzt gedacht, es kommt was Schlimmes. Ich habe mich voll erschrocken. Ist das irgendein Knopf? Schnappi ist online. So, aber viel mehr finde ich hier nicht. Ist nix. Was ist das für ein Buch? Ja, wir müssen doch irgendwo noch einen Schlüssel finden oder so, oder nicht? Weil wir können doch gar nicht mehr unten durch die Tür oder so. Alter Schwede.
Vielleicht hat sich jetzt automatisch irgendwie was anderes. Hat sich das jetzt gerade verändert? Alter, wo sind wir? Willst du mich verarschen? Das ist ja voll PT. Ich mach dir zu. Alter, willst du mich verarschen? Alles weg. Alles anders. Boah, die Mucke. Der Wind. Ja. Alter, ich habe Angst. Und dann humpelt der auch noch so, ne? Geht die gar nicht auf? Nein. Doch. Alter. Hallo? Alter, jetzt wird's aber heftig. Die Atmosphäre ist schon mal nochmal ein Sprung. Jeffrey, ich bin's. Haben wir hier kein Licht? Doch, da, oder? Fantastisch. Erhält den Raum gleich viel mehr. So, was haben wir hier? Gar nichts. Da ist nur Regenwetter. Was ist das denn? Pfeifen oder was? Ja. Da ist hier so seine Heroinecke. Das ist, glaube ich, so ein Wartezimmer oder so, ne? Was haben wir hier? Würde ich jetzt behaupten. Raucherzimmer. Aber mal, hier sieht man gar nichts. Das Spiel ist sehr dunkel gehalten. Ich denke mir auch schon wegen der Atmosphäre allein, das soll nochmal richtig schön. Ich mach den mal wieder zu. Was für eine Atmosphäre? Hat gar keine, ne? Ist ja so ein lustiges Game. Was ist das für ein Bild? Welches das? Wieder Scary Movie. Ach, wieder das mit. Mehr haben wir hier auch nicht. Also, können wir hier wieder raus? Schon wieder verändert. Schon wieder anders. Und das Bild, ne, wie er dich anguckt. Alter, gleich krieg ich hier wieder so einen Fick, Alter. Was ist er denn für ein Jeffrey? Ist er ein Wein? Irgendwie so sein Auge so verkrüppelt, wa? Mhm. Alter, wie sich der Ventilator anhört. Der kommt gleich runter, oder was? Wird die pennt ein. Die ist voll am Knacken. Ich hab voll Angst. Voll laut vor allen Dingen, ne? Da ist ein Foto. Das wollte ich mir gerade angucken. Oh. Da spielt jemand Klavier. Was hat er einbehalten? Fetzen von Liebe. Trophäe. Richtige Trophäen-Hios. Was steht denn da? Sich im Kreis drehen. Ja, merke ich. Verändern ja jedes Mal irgendwie die Umgebung. Dreh dich doch mal im Kreis. Was war das denn? Ah, schon wieder Flaschen, Alter. Hast du was anderes erwartet? Eine kaputte Bon, wa? Ah, seine 20. oder was? Oh. Uiuiui. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren. Wir möchten Sie höflich, jedoch auch strengstens dazu anhalten, Ihre Stimmen während der Nacht zu zügeln. Ihre ehelichen Probleme sind, obwohl höchst unerfreulich, eine private Angelegenheit und sollten dies auch bleiben. Ganz bestimmt jedoch gehen Sie uns nichts an und besonders nicht unsere Kinder. Bitte ziehen Sie in Erwägung, dass nicht jeder hier ein freischaffender Künstler ist. Einige von uns müssen früh aufstehen und für ihren Lebensunterhalt arbeiten gehen. Wir brauchen unseren Schlaf. Weiterhin müssen wir Sie warnen, dass sollten diese Dinge so weitergehen, wir uns dazu gezwungen sehen, die Polizei zu rufen. Hochachtungsvoll, Ihr äußerst müden Nachbarn. Ihre äußerst müden Nachbarn. Aber warum muss jetzt der Venti dabei lauter werden? Ich weiß nicht, Alter. Irgendwas. Was war das? Ich glaube, die Tür. Bist du behindert? Jetzt ist schon wieder ein anderer Raum? Wer ist er denn? Gottfried oder was? Da wo sind wir? Erstmal gucken, wo wir hier ein paar Lampen finden. Da kannst du rausgucken, ne? Ah, okay. Da sind wir ein paar Büsche und dunkel. Und Tonnen im Wind.
Aber ich sehe hier nirgendwo eine Lampe, um Licht anzuknipsen. So. Aber da war irgendwas, was er anguckt. Da. Ah, sehr nice. Boah, was war das denn? Was steht da? 8. 4, 8, 5. Okay. Das sollten wir uns merken. 4, 8, 5. Oh. Dafür bestimmt. So. 4. 8. Und. Oh. 5. Hast rein. Ich mach sie auf. Was steht da? Sieh genauer hin. Da, jetzt auf einmal ist was gekommen. Ein Ring. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Hochzeitsring. Ja. Das ist der Verlobungsring, gehe ich mal von aus. Von seiner Frau. Das scheint ein gutes Stück gewesen zu sein. Wir sollen genauer hinsehen. Können wir ranzoomen oder so? Ja, R3. Aber nicht hier an Ring. Oder L2. Ne, L3. Ja, aber der ist auch einfach nur später aufgetaucht. So wie ich das gerade beobachtet habe. Du hast sie aufgemacht und dann war aber der Ring noch gar nicht da. Und dann dann kam der erst später. Okay. Ich glaube, das war damit gemeint. Er hat ihn jetzt auch nicht mitgenommen. So, das können wir nicht lesen, ne? Hier hatten wir uns noch nicht umgeschaut. Mal wieder Malzeug. Was haben wir denn hier? Save the date. Speicher das Datum. Merkt euch das Datum. Punkt, Punkt, Punkt. Wünschen sich das Vergnügen eurer Gesellschaft zum Feiern ihrer Trauung am Samstag, den 9. Juni in der St. Lukas Kapelle um 14 Uhr. Samstag? 9. Juni. 9. Juni ist 6.9. Meinst du, musst du dir merken? Ich gehe mal von aus, sonst steht doch extra da so, dass wir uns das merken sollen, ne? Ich werde das gleich mal aufschreiben. Was? Never forget. Niemals vergessen. Vergiss es nicht. So, von da kann man rein, wo? Ja. Oh, das haben wir auch noch nicht aufgemacht. Haben wir hier nicht ein paar Springerstiefel? Können wir den Leuten gut in den Arsch treten? Alter. Soll ich sie jetzt aufmachen? Klar. Ich will aber nicht. Alter Schwede. Fängt auf einmal der Schaukelstuhl an zu schaukeln. Wegen Durchzug. Alter, wie schnell die Tür zuzwirbelt. Und es knackt alles. Was haben wir denn da? Ach so. So, haben wir da irgendwas? Ich möchte denn am liebsten nichts. Oh. Du hast in meinem Studio rumgeschnüffelt. Schon wieder, zum letzten Mal. Du hast in diesem Raum nichts verloren. Selbst dann nicht, wenn die Tür offen steht. Ich verbiete es. Das ist deine letzte Warnung. Nächstes Mal wirst du dich nach einer neuen Arbeit umsehen müssen. Okay. Sehr freundlich. Ganz, ganz freundlich. Also ich glaube, das war ein Brief an einen Mitarbeiter von ihm. Wie sich das anhört. Vielleicht an dem einen, wegen den Rattenfallen und so. Kann sein. Da hat er ja gesagt, dass er nicht da rein soll. Und dann hat er ja noch geschrieben, ich habe deinen Schlüssel gefunden und so. Okay. Alter, der humpelt ganz schön, Alter. Was hat denn da für ein Bein, Alter? Oh. Wie schön. Wie schnell die Türen zuknallen, ne? So, haben wir jetzt hier nicht irgendwo eine Lampe. Das wäre mal super. Super, super nice. Man sieht gar nichts. Ah, schon wieder so Dominosteine. Hier brennt ein
Also damit vertreibt er sich wohl sonst die Zeit. Mit Dominus. Das Feuer ist aber geil gemacht, ne? Voll scheiße. Aber egal, wollen wir nicht meckern, das sieht schon ganz nice aus. Sieht richtig gut aus, das Spiel. Definitiv, das war jetzt nur... Oh, boah, das ist... Boah, was ist denn jetzt los? Ich kann nichts machen. Was geht? Ey, wo bin ich reingefallen? Voll die Falle, Alter. Hallo? Wo bin ich? Alter, was ist denn das für ein Haus? Ich sehe nicht, man sieht auch gar nichts, ne? Ich weiß... Ah, ich gucke auf den Boden aus. Alter, man sieht auch wirklich die... Alter. Oh. Staubmäuse. Selbst in meinen Lungen... Kostker, was? Kottesker? Kottes... Ungeziefdreck. Es gibt immer noch mehr. Impression des Künstlers. Voll die Trophäenjäger auf einmal hier. So, aber ich würde auch sagen, wir machen jetzt hier ein kleines Kettchen. Auf jeden Fall. Danach bin ich wieder dran. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Liars of Fear mit dem Boss persönlich.